Hallo, liebe Freunde des Barfußlaufens. Und dann gab es noch mal so einen Moment, da hat mich eine meiner Schwiegertöchter mit in einen Klettergarten gelotst. Und dort bin ich auch, da bin ich hängen geblieben an der Stelle, wo da ging es wirklich nicht mehr vor und zurück für mich. Und sie hat mit einer Engelsgeduld mich gelenkt und geleitet. Und es war ihr scheißegal, dass der Nächste gewartet hat und nicht weiterkam durch mich, sondern sie war voll und ganz mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir. Sie hat mich abgeholt in meiner Angst. Sie hat aber auch nicht im Mitleidsmuster mit mir gelitten, weil das hätte mich dann, glaube ich, letztendlich ganz kaputt gemacht, sondern sie war einfach stabil da und hat mir einfach gesagt, was ich jetzt tun muss, weil ich konnte nicht mehr denken vor lauter Angst. Ja. Und dann habe ich es geschafft. Und dann gab es da noch ein anderes Element dort, wo man über Wasser schwingen konnte an so einem Seil. Und das habe ich dann mit Freude gemacht. Ja, das habe ich mir dann sozusagen als Belohnung noch gegeben. Und warum sage ich euch das? Weil ich euch einfach ermutigen möchte, dass ihr euch irgendwo in eurem Alltag etwas sucht, wo ihr euch überwinden könnt. Das Barfußlaufen, das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es unzählige Möglichkeiten auch. Und ich weiß nicht, was euch entspricht. Also es sollte schon was sein, wo ihr auch das Element Überwindung habt, gekoppelt an das Element Vertrauen. Also Vertrauen, das war für mich die Schwiegertochter, das war für mich das Wasser. Das war für mich, ja, Vorbild war auch, das war die Schwiegertochter, das war auch der kleine Junge. Die haben es mir vorgelebt. Meine Schwiegertochter, die war vor mir auf dem Weg, ne? Und die hat dann auf mich gewartet. Also so Dinge, wo ist ein Vorbild da, wo geht also Sicherheit davon aus, trotz allem, ne? Also ja, wo könnt ihr in etwa abschätzen, dass es gut ausgeht? Ja, keine Ahnung, wie risikofreudig ihr seid und wie viel Überwindung es euch gut tut, einzuüben. Aber es ist gut, seine eigenen Grenzen sozusagen freiwillig auszuloten, lebendig auszuloten, spielerisch, ja, so ein bisschen abenteuerlustig. Manches wird auch dann vielleicht innerlich nachgeholt, so aus der Kindperspektive. Ja, also das waren die zwei Beispiele von mir. Und ja, vielleicht fallen euch spontan auch eigene Beispiele ein. Also auch das ist eine Variante, dass ihr euch erinnert, wo war ich denn wagemutig und wo ist es auch gut ausgegangen? Hat mich auch weitergebracht im Nachhinein. Was waren die Rahmenbedingungen? Was war das Unwegsame? Also was hat mir auch richtig Furcht eingeflößt oder Respekt? Wo hatte ich Vertrauen in der Situation? Und wo gab es Vorbilder? Ja, also auch sowas mal kognitiv sozusagen nachzuerleben, ist sicherlich gut. Auch das regt das Gehirn an. Aber euer Körper, der braucht am besten immer wieder diese Erfahrung, auch wieder neu, auch wieder angemessen auf das jetzige Leben, auf die jetzige Situation. Ja, und vielleicht können wir bald wieder barfuß Schnee treten. Das ist auch eine Überwindung, für manche auch ganz neu. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß dabei und dass euch eure Erfahrungen lebendig machen, dass sie euch helfen, liebevoll und sanft und weich mit eurer Seele umzugehen und abenteuerlustig und kreativ zu spielen, ohne dass ihr euch selbst damit auf eine böse Art und Weise verletzt, reglementiert oder anderen auf eine böse Art und Weise Schaden zufügt, sondern einfach, es soll eine Einladung sein, miteinander das Leben lebendig zu gestalten, zu kreieren. Ja, und zu leben.